Welche Arten von Überweisungen gibt es im Außenhandel? Achtung, die Frage ist noch nicht zu Ende, sondern es kommt eine zweite. Was ist dabei zu beachten? Wenn Sie hören Außenhandel und was ist dabei zu beachten, dann können Sie immer davon ausgehen, Meldepflicht. Ja, Meldepflicht. Handeln wir das direkt mal schon mal ab hier. Meldepflicht. Und zwar Auslandsüberweisungen, die einen bestimmten Betrag übersteigen. Ich werde den Betrag jetzt hier nicht nennen, weil sich sowas ändert. Und die nicht Überweisungen für Wareneinfuhren sind, wo man also einfach eine Rechnung bezahlt, die müssen gemeldet werden. Ja, Meldepflicht an die Deutsche Bundesbank. Ich sage es nochmal. Auslandsüberweisungen oberhalb eines bestimmten Betrages, den ich jetzt hier nicht nenne, weil sich so ein Betrag ändert. Auslandsüberweisungen oberhalb eines bestimmten Betrages, die nicht Überweisungen für Wareneinfuhren sind, die müssen gemeldet werden. So, dann haben wir den zweiten Teil damit hier abgehandelt. Jetzt ist noch die Frage nach den Arten von Überweisungen im Außenhandel. Überweisungen oder Überweisungsarten. Und wir beziehen uns hier auf den Außenhandel. Handel. So, und da haben wir ja seit einiger Zeit, Gott sei Dank, endlich das SEPA-Verfahren. Ja, innerhalb der EU plus noch weitere Staaten, wie zum Beispiel Norwegen. Norwegen gehört nicht zur EU, aber ist beim SEPA-Verfahren mit dabei, genau wie die Schweiz und noch ein paar andere Staaten. Ja, also SEPA-Überweisung. Dann die SWIFT-Überweisung, das ist ein System, das ist schon älter als SEPA. SWIFT, das ist eine Fremdwährungsüberweisung. Ja, SWIFT ist so ein System unter Banken. Und das ist es schon. Ja, jetzt wollte ich hier noch weiter groß ausholen und stelle gerade fest, ne, das ist es schon. Ja, also das sind die beiden Systeme, SEPA und SWIFT. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.